Tastatur weg vom Schoß. Maus weg von der App-Leiste. Fuß vom Gas, wenn die Traktion fehlt. Und dann kann sie mal ein bisschen losgehen. Ja, ja, es kann sich nur noch um Lichtjahre handeln, bis das hier losgeht. So, einmal hier noch. Alles klar. Alles klar. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Wir fahren die Rechtskurve, beschleunigen raus. Ich gucke auch gleichzeitig rechts auf den Chat, weil ich dachte, ja, die Kurve haben wir im Sack. Und ja, zack, wir übersteuern. Und nichts geht mehr, denn wir machen Scheiße. Also, was? Mäh, sagt Unkraut. Ist einfach der Schieb im Chat. Das ist auch nicht gut für die Reifen auf Dauer, ey. Scheiße. Was ist das für ein Auto? Oh. Das war knapp. Ist auf jeden Fall viel besser. Mehr Flügel hinten und mehr Stabi. Also weniger Stabi. Also stabiler. Ja, aber die Kurve mag er trotzdem nicht. Steht ihr hier so rum, Paulianer? Und beim Jubus. Ich schreibe mich zu Tode. Habe ich das jetzt echt so oft überlesen? Es tut mir leid. Ja, ihr habt's gehört, Leute. Wenn ich jetzt hier von der Strecke abfliege, dann nur, weil ich mehr Chat lesen muss. Der Geo-Crack fordert es quasi ein. R18 ja auch noch recht gut gefahren, glaube ich. Der hat auch noch Spaß gemacht. Aber hier, der hier gerade auf der Strecke ist total unberechenbar. Was? Ich meine, was? So, komm. Ich gucke jetzt nicht in den Chat. Wir drehen jetzt ein paar Runden und machen ein paar Zeiten. Aber wir sind nicht ausnahmslos schlecht. Das ist schon mal ganz gut. Ich gucke irgendwie 5 Minuten nicht in den Chat. Glaube ich irgendwie nicht, sagt Polinio. Ich hab's in dem Moment, wo ich es gesagt habe, auch schon gebrochen. Es ist so ein... Ich weiß nicht, ey. Ich bin da schon auf konditioniert. Es ist... eine Art Zwang. Zwangsneurose. Chatguckerei. Dach, Bobotron, aua! Jawohl, immer schön durchheizen, Leute. Duki, lege mal eine gute Zeit hinlegen. Alles klar. Pff, muss ich jetzt schon oder habe ich noch ein bisschen? Oh, ich bin so dumm, ey. Ich bin so dumm. Mann, es... Ich sehe Duki heute schon als Zuschauer, weil er nicht mehr will. Nein, das kommt nicht in Frage. Man muss natürlich auch Sachen zu Ende bringen und durchziehen, ne? Aber es ist schon arg frustrierend, wenn man nicht mal eine gute Runde zustande kriegt. Aber ich muss mich jetzt auch mal... Hier, Tunnelblick. Moment mal, seht ihr das? So, das war der Chat. Den mache ich jetzt zu. 8 Minuten Ruhe. Und... Scheiße, ich hoffe, dass der Laptop jetzt nicht ausgeht, aber ich meine, das habe ich ausgestellt. Ich meine, er müsste anbleiben. So, jetzt machen wir wirklich hier. Eine Outlap oder eine Warm-Up-Lap sozusagen. Und dann geht's an die Zeit. Und dann werden wir auch mal hier schön selber Knöpfchen drücken und so, damit wir ein bisschen besser aus den Kurven rauskommen. Vielleicht uns dadurch auch etwas mehr Stabilität am Kurvenausgang gönnen können. So, jetzt müssen wir uns aber mal ein bisschen... Platz halten hier nach vorne, denn die Jungs bekämpfen sich da ganz gut und es kostet denen eine Menge Zeit. Aber jetzt kommt auch einer von hinten, von daher jetzt mal angasen. So, und los geht die wilde Fahrt.
hier eigentlich im dritten bleiben. Und schön mit Schmackes rausbeschleunigen. Das ist natürlich jetzt eine sehr gemogelte Runde, aber dafür Platz 14. Gemogelt in dem Sinne, dass wir da sehr viel auf den Knopf gedrückt haben. Steht mein Lenkrad schief? Habe ich einen Schaden? Und los geht's. Wollte gerade schon kurz ein bisschen Elektropower dazugeben, aber es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt hier am Anfang direkt schon was zu verpulvern. Wir müssen uns erstmal für das Bremsen auf die erste Kurve hier vorbereiten. Wieso war hinter mir eigentlich so eine große Lücke? Alles klar, dankeschön. Boah! Warte mal eben kurz. Steuerung U, Entschuldigung. Jetzt haben wir uns schon Schaden eingeheimst hier. Aber sind wir auch selber schuld. Konzentration. Oh Mann. Ja, jetzt haben wir den abgeschossen. Das tut mir leid. Wer war's? Platz 9. Na gut, ich hoffe, er ist jetzt wieder vorbei und hat seine Platzierung zurecht zurück. Erlangt. Alter, was ist denn hier los? Alter, was ein Chaos. Selber nicht ganz her der Lage hier auf meiner Seite auf jeden Fall. Der Duki löscht den Toyota gleich erstmal. Nee, so schlimm ist es natürlich nicht. Ich falle natürlich auch gerne gegen die KI. Also mit dem anderen Auto. Was? Haben die sich hier Strafen eingeheimst oder was? Wieso sind die denn so langsam? Das ist so geil. Ich liebe diesen Knopf. Platz 13 gerade für uns. Mit 13 meine ich 12. Ja, alles klar. Penalty. Die werden wir gleich hier in der Schikane absitzen. Unter 35 km/h fahren. Was heißt Schikane? Aber hier in dieser ganz langen Kurve. Och Gott, ist das langsam. 35 km/h sind so langsam. Ja, genau. Hallo? Gerade mit Playboy hier schön ein Strafenduell abgeleistet hier, oder was? Das Duell der Zeitstrafen. Ja, genau. Nein! Jetzt kommen wir ja auch noch so dumm auf die Strecke, dass wir hier auch noch den Playboy davon abhalten, weiterzufahren. Oh, come on. Nein, jetzt kommen die alle. Jetzt kommt das ganze Pulk. Komm. Jetzt schnell. Oh, sorry, Playboy, ey. Ach, ist das alles dumm.
Ja, genau! Habt ihr das gesehen? Ich bin nur über den Curb gefahren. Okay, das ist echt ein bisschen hart. Bobotron geht da quer und von der Strecke ab. Platz 15 also gerade für uns. Aber Platz 14 für uns. Henry Hauke und Pauliana bekämpeln sich da vorne gerade. So, und hier, mein Lenkrad steht doch jetzt schief, oder nicht? Ja, genau! Oh, habt ihr das gesehen, ey? Man kommt ganz leicht von der Strecke. Das Auto rutscht, fängt an zu rutschen, man korrigiert und korrigiert komplett über. Also, was heißt, das Auto kommt leicht von der Strecke? Ich war auf dem AstroTurf. Müssen wir eben nochmal runterbremsen hier und wieder Gas. Och, ist das nervig, ey. Finde die Kombi eigentlich super, sagt Octavian 2. Finde eine andere Strecke mit weniger Wind, aber noch cooler. Oder deutlich cooler, hat er geschrieben. Ja gut, aber... Ja komm, das ist doch Quatsch. Das ist kompletter Quatsch und jetzt muss ich hier so lange downslowen, weil ich nochmal drüber gefahren bin und jetzt nicht mal mehr unter 35 km/h fahren kann, um die Strafe hier abzusetzen. Das ist kompletter Quatsch. Ich entschuldige mich bei allen, die darüber gemeckert haben jetzt im Vorfeld, wo ich es nicht wirklich ernst genommen habe oder überhaupt gar nicht drauf eingegangen bin. Denn ihr habt vollkommen recht, es ist totaler Quatsch. Diese Linkskurve, die darfst du mit dem Arsch nicht angucken, ohne eine Strafe zu kriegen. Das macht einfach keinen Sinn. Du gib mir Quertreiberei. Ne, das ist ja, glaube ich, das falsche Auto für. Also es geht natürlich, aber wir treiben schon genug quer. Was? Julius Fritsche ist 3 Sekunden hinter uns und dabei uns zu überrunden. Wir haben eine blaue Flagge gezeigt bekommen. Nach 15 Minuten. In der gleichen Fahrzeugklasse. Alter, sind wir scheiße. Wir holen uns jetzt den Julius Fritsche. Und wenn wir das schaffen, holen wir auch den Rest des Feldes. Und können uns vielleicht in der Top 20 halten. Das wäre herzallerliebst. Bitnuker ist 8 Sekunden vor uns. Ja, genau, ey. Sorry, aber... Da muss ich nachher mal mit Christian sprechen, weil das ist für diese Strecke genau die falsche Einstellung. Denn das scheint wirklich so zu sein, dass nur 2 Reifen draußen sein dürfen. Und dann ist das vorbei. Sorry, falls ich da so abschneiden musste, Becht. Alter. Und Platz 19, denn der Henry hat sich da gerade abseits der Strecke befunden. Justus mit der Strafe und ich glaube auch Pauliana mit der Strafe, denn der ist da richtig, hat unser Platz gemacht sozusagen. Das heißt wieder Platz 18 für uns und das heißt auch gleich wieder, jemanden überrunden lassen, den Julius vermutlich irgendwann gleich. 11 Minuten sind noch übrig. Schön übrigens auch zu sehen, wie die Leute, die wir jetzt überrunden müssen, farblich markiert sind. Denn der Gladrick hat hier eine ganz klare blaue Markierung. Und das ist ziemlich nice. Und ich glaube, wenn wir jetzt den Justus wieder hinter uns hätten... den Julius, Entschuldigung. Der hätte jetzt eine grüne Markierung und nicht rot wie Position vor oder hinter uns, sondern halt grün, weil er uns halt überrundet und eine Runde vor uns ist. So, Mestos gerade mal eben das Kiesbett desinfiziert. Und wir sind an Floppy dran.
und verbremsen uns in gefühlt jeder Kurve. Der Nico Rosberg-Fan hat gerade gefragt, wie es mir geht. So, und in dem Moment war zack, Strafe 1, zack, Strafe 2. Na, reißt dich ein für eine Strafe, Domestos? Ne, diesmal nicht, keine Lust. Müssen wir eben hier von der Ideallinie ein bisschen runter. Und jetzt können wir wieder Gas geben. Waren ja auch nur echte volle 20 Sekunden. Huch, Entschuldigung. Jetzt hat er auch eine Strafe gekriegt. Boah, Leute, ey, das ist... Es reichert den Frust an. Sagen wir es mal so. Wir müssen mal ganz dringend, glaube ich... Oh fuck, das ist ja der Bächte hinter uns. Nein, den muss ich nicht vorbeilassen. Nein, 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 nein. Ich will eigentlich den Tobias vorbeilassen, der hier gerade als Erster angezeigt wird. Und da jetzt ist... Nein, ist immer noch der Bächte. Ich weiß nicht. Ich weiß das nicht. Jetzt sind beide vorbeigekommen. Das ist ja total verrückt, was hier gerade passiert. Wir werden von allen Seiten überrundet und Maria müssten wir eigentlich auch vorbeilassen. Aber ich will natürlich jetzt auch auf den Bächti nicht so viel Zeit verlieren. Deswegen geht's ja einfach mal... Wow, alles klar. Okay, das war ein bisschen mein Fehler. Sorry Bächti, habe ich dich abgeschnitten. Ich dachte, da wäre Platz für drei. Aber wenn du magst, kannst du vorbei. Bist du jetzt vorbei? Nein, ich habe natürlich einen Slowdown. Wo ist der Bächti? Achso, Bächti ist vor uns. Der ist auf jeden Fall vorbei. Das heißt, wir können hier... Aber wir sind noch Platz 19. Jetzt haben wir den Grand... Alter, das ist das, was ich meine. Du kannst nicht mal eine Sekunde woanders hingucken, ohne dass das Auto direkt irgendwelche bescheuerten Sachen macht. Es hört auf zu lenken, es fängt an super geil einzulenken oder es lenkt nicht mehr so geil und du bist... Egal, was du machst, du bist auf jeden Fall von der Strecke. Und das... Ist so ein bisschen frustrierend hier gerade. Halb so schlimm. Das kommt noch dazu! Man cuttet den Curb und das kommt noch dazu. Ja, also... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ey. So, 50 Sekunden noch. Meint ihr, wir schaffen mal eine ganze Runde? Das wäre doch was. Fahr in die Box, bevor es komplett eskaliert. Ja komm, die paar Runden oder die paar Sekunden ziehen wir jetzt noch durch. Denn jetzt ist die Zeit abgelaufen. Und das scheint auch unsere letzte Runde zu sein. Nee, Rage Quit und so machen wir nicht. Das ist ja auch Quatsch. Man muss ja schon mit der Situation, die man sich da aufgeheizt hat, gerade als Community-Renn-Event-Ersteller, der ich nun mal bin, muss man da ja auch schon mit umgehen und fertig werden. Aber es ist ja dann auch keine Schande dabei zu sagen, es gefällt mir einfach gerade mal nicht. Oder es macht gerade keinen Spaß oder ich komme einfach gerade nicht zurecht. Ich bin nicht so perfekt, wie sonst immer wirkt. Ich bin auch nur ein Mensch mit Fehlern, falls ihr das noch nicht wusstet. Oh, das ist traurig, ey. Wir gucken mal eben nach den Reifen. Das ist die letzte Runde, die wir hier fahren. Und wir sehen Race over und sehen auch Reifen gar nicht mal so abgefahren. Vorne rechts komplett kalt. Aber Reifen tatsächlich gar nicht mal so abgefahren. Hinten links gelb. Sieh es mit Humor, sagt Lukas eh genau. Das müssen wir machen. Denn da sich jetzt irgendwie Frust rauszuziehen, macht auch keinen Sinn. Es ist immer noch ein Computerspiel, es soll immer noch Spaß machen. Aber ist halt auch manchmal echt schwierig. Wir gucken uns die Ergebnisse ran. Ja, das Rennen ist vorbei. Oh, guck mal hier, was ist das denn? Estimated Time? Ah, das ist ja geil. Da sieht man die Estimated Zeit, die man da, also die geschätzte Zeit, die man mit dem Spritinhalt fahren kann. Seit wann gibt's denn diese Anzeige? Erst nach dem Rennen oder was?
Also, soll ich mich hier komplett aufregen oder was? Nein. Kyle sagt, ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch. Ich kann doch nicht immer Fleisch und Blut. Weil sie aber im nächsten Lied nochmal eben schnell die Welt retten, oder was? Ja, wo sind wir denn hier? Ja, ich rette mal in die Welt und dann Lied später, ne, ich bin doch keine Maschine. Ja, was denn nun? Entscheide dich. So, Platzierung, Entschuldigung. Also, Platz 1 hat sich geholt Julius Fritsche, dann Maria Holweg auf 2 und Tobias K. auf 3. Glückwunsch ans Treppchen, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Rennen. Krattelbart auf 4, dann Sheep, Egger, Hayo Toba, Michael Edwards, Michael Edwards, Prophet, DNB auf 10, dann Playboard, Christoph, Bitnuker, Christian, Backfisch, Domestos, Floppy, Bachti, 89, After Midnight, Boozer, AJ, wir auf Platz 22, auch nicht so geil, Dev Pole, Javis, Gledrick, Schorsch, Pauliana, Kevin Zockt, Henry Haug und The Last Man auf 30, dann Bobotron, Super Mario, Jonas Hillard, Biscuit und Bamubus und Matze Blumen sind gar nicht erst angetreten, so wie es aussieht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart, bis zur nächsten Folge und ja, viel Spaß noch bei der Wiederholung. Haut rein, mach's gut, tschüssi!